Heute möchte ich mir die Frage stellen, was denn der Wille Gottes ist. Es gibt einen globalen Willen Gottes, den wir auch ganz klar in der Bibel nachlesen können. Aber es gibt sicherlich auch für einen einzelnen Menschen, für einen Christen, auch einen speziellen Willen für das eigene Leben. Und den möchten wir natürlich erfahren, was auch auf der Hand liegt. Wer will nicht wissen, wohin die Reise geht, welche Entscheidungen man treffen soll, treffen kann, wie das Leben weitergeht und was Gott einen auch gegeben hat an Gaben, an Möglichkeiten, an Aufgaben, die er möchte, dass wir sie tun, zu seiner Zeit natürlich. Das heißt nicht, wenn irgendeine Aufgabe jetzt im Moment nicht aktuell ist für mein Leben, dass das dann nie der Fall sein wird. Viele Dinge entwickeln sich auch mit der Zeit. Also auch ein Mose war 40 Jahre lang in Ägypten ein Staatsangestellter sozusagen, hat zur Königsfamilie gehört. Danach war er Schafhirte und dann hat er das Volk geführt aus Ägypten heraus und da gab es auch sehr viele Lebensveränderungen und das ist auch bei uns so. Für manche Dinge braucht es eben auch bestimmte Zeiten. Der allgemeine Wille Gottes ist das, was wir auch in der Bibel nachlesen können. Da heißt es nämlich, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, dass der Mensch verloren ist, dass der Mensch ein Sünder ist, dass der Mensch Vergebung seiner Sünden braucht. Und die bekommt er durch den Glauben, durch die persönliche Annahme und den Glauben an das Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, wo er um der Sünde willen sein Leben freiwillig hingegeben hat, um die zu erlösen und vor Gott als gerecht hinzustellen, die an ihn glauben. Das ist der Wille Gottes. Dass es einmal nicht alle sein werden, ist bedauerlich, ist aber auch nicht Gottes Schuld. Es wird keiner zwangserlöst oder zwangsbekehrt. Die Bibel lehrt, dass der Mensch umkehren soll, umkehren muss. Aber die Bibel lehrt auch, dass es ein Gnadenakt von oben ist. Beides hat seine Gültigkeit. Der Wille Gottes ist eine Sache, die man auch suchen muss, um die man auch, sage ich mal, ein Stück weit kämpfen muss. Und auch hier ist Jesus Christus unser ganz großes Vorbild. Er war ein Mensch, er war vollkommen Mensch und er war aber auch ohne Sünde. Das heißt, er hat auch nur das gemacht, was er den Vater gesehen hat, was er macht. So hat er das ausgedrückt in der Bibel, in den Evangelien. Und Jesus war vollkommen in seinem Tun und seinem Handeln. Er hat keine Fehler gemacht, er hat alles richtig gemacht. Und doch steht in der Bibel, dass er an dem, was er erfahren hat, auch den Gehorsam lernen musste. Er war Mensch, er hat gelitten, er hat geweint, er hat gehadert, er hat gekämpft und er hat alle Schmerzen, alle Emotionen durchlebt als Mensch und er hat sich den Willen Gottes nicht einfach nur aus dem Ärmel geschüttelt. Er hat auch darum gerungen und hat es sich nicht einfach gemacht und hat auch viele Menschen um sich, die entsprechend auch genau das Gegenteil von dem von ihm verlangten oder erhofften sogar, was dem Willen Gottes aber entgegensprach. So zum Beispiel auch Petrus, wo Jesus dann gesagt hat, dass er ans Kreuz gehen wird, dass er getötet wird und auferstehen wird. Da hat Petrus zu ihm gesagt, das geschehe dir bloß nicht. Und dann musste ihn Jesus auch ganz scharf tadeln und hat ihn sogar gesagt, weiche von mir, Satan. Und es ist eben der Wille Gottes gewesen, dass Jesus diesen Weg geht. Für Petrus gab es dann einen anderen Weg. Auch er hatte seine Bestimmung, seine Fähigkeiten, seinen Auftrag, seinen Weg zu gehen. Und er wurde dabei auch gesegnet und hat sich in dieser Aufgabe, die Jesus ihm dann auch gegeben hat, auch sozusagen total wohlgefühlt in einer gewissen Art und Weise. Auch wenn er gelitten hat, wenn er Probleme hatte, wenn er weiterhin kämpfen musste, aber er wusste genau, hier ist sein Platz, hier ist er richtig. Er war zuvor Fischer und dann wurde er Menschenfischer. Auch er hat seinen Weg gemacht, auch er hat den Willen Gottes für sich ganz persönlich erfahren in seinem Leben. Und das gilt auch für uns, wenn wir gläubig sind und auch wenn wir in Zukunft vielleicht noch gläubig werden und es noch nicht sind,
dann hat Gott auch für uns einen Weg bereitet. Und um diesen Weg dürfen wir auch ringen. Wir dürfen beten, wir dürfen auch in den kleinen Dingen treu sein, die Gott uns gibt, die Gott uns zeigt. Und auch nur ein fahrendes Schiff kann man lenken. Entsprechend sollten wir auch aktiv sein, wo wir auch den Eindruck haben, es ist jetzt die Zeit reif. Und wenn wir nur im Hafen liegen und auf gutes Wetter warten oder auf eine Aufbruchstimmung, dann könnten wir unter Umständen lange warten und Rost ansetzen. Und das ist sicherlich auch nicht der Wille Gottes. Wir sollen aktiv sein, wir sollen Dinge tun, aber wir sollen sie auch nicht erzwingen. Ich denke, dass die großen Dinge im Leben, dass wir die von Gott einfach bekommen. Das war auch bei David so. Im Psalm 25 steht das wunderbar geschrieben, wie auch David nach Gottes Wahrheit suchte, wie er betete, dass Gott ihn leiten soll in den Wegen, die Gott für richtig und für wichtig hält. Und das sollte auch unser Gebet sein, dass wir auch nach diesen Wegen, die für uns, speziell für uns gemacht wurden, dass Gott uns die zeigt zu seiner Zeit. Auch das ist wichtig. Und die Bibel sagt ja auch ganz klar, dass Gott die Wege vorbereitet, auf denen wir laufen sollen. Auch das ist eine Verheißung, die wir ernst nehmen dürfen. Der Wille Gottes ist nichts Kompliziertes. Der Wille Gottes dürfen wir erfahren, ganz persönlich, jeden Tag, auch in den kleinen Dingen. Und wir sollen nicht auf große Wunder, auf große Wegweisungen warten, sondern wir sollen einfach auch in den kleinen Dingen treu sein und einen Schritt nach dem anderen tun, beten, arbeiten, unser Bestes geben und auch aufmerksam sein, aufmerksam unsere Umgebung wahrnehmen, auch die Menschen, mit denen wir zu tun haben, ernst nehmen, ihnen zuhören. Und es gibt viele kleine Dinge, kleine Wegweisungen, die uns letztlich dann auch zu dem großen Ziel führen werden und können, die Gott mit uns vorhat. Auch unser Leben ist in Gottes Gnade, in seinem Willen verborgen. Und Gott hat auch mit uns, mit dir, noch etwas vor. Es ist nicht so, dass wir unser Leben jetzt einfach nur so vor uns herschieben, dass das dahin plätschert und jeder Tag irgendwie das Gleiche ist, sondern Gott hat durchaus auch noch andere Wünsche unser Leben betreffend. Und für alles hat auch Gott eine bestimmte Zeit herbeigeführt und wird diese Zeit auch dann bei uns im Leben so gestalten und so führen, dass wir dann auch merken, jetzt ist Zeit, nach Veränderungen zu suchen. Also ich habe das in meinem Leben so auch ganz konkret erfahren, dass Gott zu bestimmten Zeiten auch den Wunsch und die Sehnsucht in unser Herzen, unsere Seele hineinlegt, dass wir dann auch konkret beten und die Augen offen halten und auch versuchen, Antworten zu finden. Und Gott ist ein Gott, der uns auch Antworten gibt zu seiner Zeit. Wir müssen nur lernen, auch zuzuhören und die Ruhe und die Stille auch bei Gott zu suchen und nicht in der Hektik und in dem Lärm der Welt. Gott segne euch.